Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Academy-on-Air-Livestream zum Thema Machine Learning. Mein Name ist Justus Mallach und ich bin einer der Automation-Experten aus dem Google-Hauptquartier in Dublin und freue mich heute mit euch zusammen, das ganze Thema Machine Learning so ein bisschen mehr in der Tiefe anzugehen. Was wir heute besprechen werden, da geht es vor allem um das ganze Thema allgemein. Was ist eigentlich Machine Learning? Wie funktioniert das? Was ist da, was geht da vor in dieser Blackbox? Das heißt, es wird gar nicht mehr so sehr um Google-Produkte im ersten Part gehen, sondern zunächst mal einfach, wie gesagt, um einfach das ganze Thema Machine Learning. Und später werden wir ein bisschen weiter eintauchen in, was macht Google eigentlich mit Machine Learning? Und dann auch speziell, hey, was gibt es eigentlich für neue, coole Sachen für Google AdWords, wo Machine Learning quasi eingebaut ist, sodass ihr es direkt nutzen könnt. Damit würde ich gleich mal einfach reinspringen und einmal über das ganze Thema, was eigentlich Machine Learning ist, sprechen. Grundsätzlich wisst ihr bestimmt, dass Coding und diese ganze Sache mit dem Programmieren, das ist eine Sache, die gibt es, wie gesagt, erst seitdem Computer weit verbreitet sind. Das heißt, das ist eine Sache, die kam irgendwie so in der zweiten Hälfte der 1900er Jahre, kam das so in den Public Gebrauch, sage ich jetzt einfach mal. Und seitdem hat sich das stetig weiterentwickelt. Das heißt, am Anfang gab es diese Großrechner dann immer nur in großen Unternehmen oder wurden die Computer betrieben. Mittlerweile hat, wie gesagt, jeder irgendwie so eine Kiste zu Hause stehen oder sogar mehrere. Also in meinem Fall sind es, glaube ich, 7 Computer oder sowas. Das heißt, so das ganze Thema Computer ist weiter verbreitet. Für normale Apps oder Programme wisst ihr, dass man eigentlich bisher immer quasi wie so eine Art Rezepte schreiben muss. Das heißt, wenn man versucht hat, irgendwie dem Computer was machen zu lassen, ein Programm geschrieben hat, dann waren es immer mehrere Zeilen Code. Und was da passiert ist, wurde eigentlich im Endeffekt immer so ein Rezept abgearbeitet. Nimm Daten von hier, mach mit denen irgendwas und dann musst du sie weiterleiten nach da. So funktioniert herkömmliches Programmieren. Aber jeder einzelne Vorgang war quasi hart gecodet. Es wurde immer gesagt, okay, es darf nichts anderes in dieses Programm reinkommen, außer diese Zahlen. Und mit diese Zahl genau reinkommt, dann musst du mit der Zahl genau das machen. So, das heißt, jeder einzelne Vorgang war sehr, sehr, sehr stark limitiert auf das, was man quasi raushaben wollte. Irgendwelche vorhergesehenen Inputs waren immer sehr, sehr schwierig. Und mit neuen Daten zu arbeiten, war immer so eine leicht kribbelige Geschichte. Es gab aber schon seit den 60er Jahren eine neue Technologie oder eine neue Art und Weise, das ganze Thema anzugehen. Und dabei spielt Statistik eine ganz, ganz große Rolle. Da ging es immer darum, okay, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir Computer ein bisschen mehr so arbeiten lassen, wie menschliche Gehirne arbeiten? Das heißt, wir nehmen Daten, die wir haben schon, wo wir wissen, okay, was bedeuten die, zum Beispiel Wetterdaten oder auch Finanzdaten, und füttern einen Computer damit, genauso wie wir, wenn wir zum Beispiel jemanden eine Ausbildung machen lassen, ein menschliches Gehirn mit Daten über vor allem vergangene Events füttern. Und guck mal, dass der Computer mit diesen Vergangenheitsdaten was machen kann, was dann, wie gesagt, auch ein Mensch machen könnte, nämlich sie als Erinnerungen abspeichern und wenn eine neue Situation aufkommt, die der alten ähnlich ist, quasi ein entsprechendes Muster zu erkennen und dann entsprechend zu reagieren. Das heißt, die Idee war immer, wie können wir Maschinen so ein bisschen mehr arbeiten lassen wie intelligente Gehirne, menschliche Gehirne und weniger wie blöde Roboter, die im Endeffekt einfach nur einen sturen Code abarbeiten. Ja, das ist die Idee hinter Machine Learning. Wie gesagt, diese Idee gibt es schon eine ganze Weile. Das Einzige, was uns gefehlt hat, war die Rechenpower. Und glücklicherweise haben wir die jetzt. Deswegen ist Machine Learning erst in den letzten Jahren so mega groß geworden. Ja, das ist so die Grundidee hinter Machine Learning. Es ist kein super neues Thema. Es ist einfach nur jetzt möglich geworden, weil wir jetzt die Maschinen haben, die es auch wirklich laufen lassen können. So, und wie gesagt, dieses ganze Thema Machine Learning, das ist, glaube ich, das Buzzword in den letzten Jahren, taucht überall auf. Zum Beispiel hier Intuit, das ist ein Unternehmen aus den USA, die kümmern sich vor allem um Buchhaltung und Steuern und die helfen durch Machine Learning, das heißt durch das Erkennen von Mustern, von verschiedenen Abläufen, helfen die Selbstständigen zum Beispiel. Beispiel beim Kostenmanagement, weil dann die Maschine dem Selbstständigen helfen kann, hey, diese Ausgabe zum Beispiel gehört wahrscheinlich in den Topf, ist das richtig oder falsch? Und beim nächsten Mal weiß ich es dann. Ja?
da hilft es auf jeden Fall. Es gibt aber noch ganz viele andere Überschneidungen. SoundCloud zum Beispiel nutzt Machine Learning, genauso wie ganz viele andere Anbieter, zum Beispiel von Streamingdiensten, um neue coole Songs für dich zu entdecken, die dir wahrscheinlich auf Basis deiner alten Songs oder die du vorher schon gehört hast, die dir wahrscheinlich gefallen werden. Weiteres Beispiel ist zum Beispiel Microsoft, die auch mit ihrer Azure Cloud für das Internet der Dinge quasi da eine Anwendung geschaffen haben, wo dann bestimmte Geräte durch Machine Learning quasi angetrieben werden. Weiteres Beispiel ist, oder großes Beispiel, weil das nicht nur ein einziges Startup ist, aber ganz, ganz viele Startups insgesamt kümmern sich um das Thema Machine Learning und versuchen quasi diese jetzt neu möglich gewordene Technologie auf ganz, ganz, ganz verschiedene Bereiche anzuwenden. Und diese Bereiche sind eigentlich immer Bereiche, wo es darum geht, irgendwelche Muster zu erkennen und auf Basis dieser Muster in der Zukunft Entscheidungen zu treffen. In dem Fall geht es jetzt darum, dass dieses Londoner Startup zum Beispiel Männern beim Kleidungskauf hilft. Einfach weil sie sich angucken, okay, was mochte der Typ in der Vergangenheit und was wird er wahrscheinlich in Zukunft mögen? Und auf der Basis dann quasi sagt, hey, hier, guck dir mal diesen Mantel an. Ja, das heißt, Machine Learning ist wirklich überall. Und unsere Idee ist, oder das, was wir jetzt machen wollen, ist einfach mal reingehen und schauen, wie können wir das so ein bisschen aufbrechen, erklären, wie es funktioniert und wie gesagt, auch dann zeigen, wie können wir es quasi heute schon einsetzen, ohne dass wir irgendwie ganz viel coden müssen. Ja, das ist die Idee dahinter. Also, um das jetzt noch ein bisschen mehr plastisch zu machen und euch ein bisschen ein cooles Beispiel zu geben, mit dem ihr es auch erklären könnt, würde ich mit euch diesen kleinen Test machen. Natürlich sitzt ihr jetzt nicht bei mir im Raum, aber ihr könnt es ja am Bildschirm machen. Schauen wir uns also einfach mal diese Zahlenreihe an. Wir haben hier drei Zahlenpaare, die ausgefüllt sind. Wir haben Zahlenpaar A, das ist die 3 und die 9, B 4 und 16, C 8 und 64. Und jeder von uns hat wahrscheinlich so eine Idee, wie die irgendwie zusammenhängen können. Da gibt es irgendwie ein Muster. Und der eine oder andere ist wahrscheinlich jetzt schon drauf gekommen. Es ist ein relativ einfaches Beispiel, aber ich gebe euch jetzt einfach mal so ein paar Momente, drüber nachzudenken. Wie könnten diese Zahlen irgendwie zusammenhängen? Ergibt sich da ein Muster? Und jetzt denkt ihr bestimmt, okay, was haben wir jetzt damit? Und die Idee dahinter ist jetzt zu sagen, okay, ich gebe euch jetzt die 9. Und welches Zahlenpaar ergibt sich quasi aus der 9 und dieser anderen Zahl, wenn wir uns das Muster angucken, das in den ersten, in den A, B, C Zahlenpaaren vorgekommen ist? Und ganz sicher seid ihr alle auf die Lösung gekommen, dass 81 die Zahl ist, die da drin stehen sollte. Aber die Frage ist, wie und warum? Was habt ihr gemacht? Was ist in eurem Kopf abgegangen? Ihr habt euch die Beispiele A bis C angeguckt und ihr habt gesehen, ah, okay, wahrscheinlich hat das irgendwas mit, weiß nicht, ist es addieren oder so, also wahrscheinlich ist es nicht subtrahieren, also ich muss es nichts abziehen, ich muss es auch nicht addieren, weil 3 plus 3 gibt wahrscheinlich 6 und nicht 9. Aber es gibt eine andere Rechenregel, die man anwenden kann. Und in dem Fall ist es die Rechenregel quadrieren. Das heißt, ihr habt einfach 3 mal 3 gibt 9, 4 mal 4 gibt 16 und so weiter. Und ihr habt diese Regel erkannt, verstanden, ah, okay, es handelt sich um diese Regel anhand der Beispiele und habt dann genau diese Regel, die ihr daraus abgeleitet habt, auf Beispiel D angewendet. Und 9 mal 9 gibt 81. Deswegen habt ihr genau das gemacht, was wir versuchen, Computern beizubringen. Ihr habt quasi das gesehen, ihr habt die Ergebnisse zuerst gesehen, ihr habt die Beispiele gesehen, die historischen Daten gesehen und habt es angewendet auf ein neues Beispiel, für das ihr nicht programmiert wart. Ja? In der Vergangenheit, bei normalem Programmieren, hätten wir jetzt sagen müssen, okay, entweder wir hätten die Rechenregel einprogrammieren müssen, wir hätten sagen müssen, hey, immer wenn du eine Zahl kriegst, musst du sie quadrieren. Oder wir hätten sagen müssen, okay, wenn du die 4 kriegst, dann musst du immer die 4 dazu multiplizieren. Aber es wäre nicht möglich gewesen zu sagen, okay, ich zeige dir ein paar Daten und daraus musst du selber irgendwie die Regel ableiten und musst sie dann auf jede Zahl anwenden, die wir dir in Zukunft hinschmeißen. Das ging bisher nicht, das geht mit Machine Learning. Ja? Es geht darum also, aus Erfahrung zu lernen. So, also, was ist der Schluss daraus? Der Schluss daraus ist, dass es darum geht, Computer nicht mehr genau erklären zu müssen, das habe ich schon gesagt, was sie tun müssen, sondern wir geben ihnen nur ganz viele Daten und Zahlen und schmeißen ihnen alles vor die Füße und der Computer muss daraus ableiten, was es eigentlich bedeutet. Und genau da kommt das zum Tragen, was ich vorher schon erwähnt hatte. Es geht darum, hier ganz viel statistische Modellierung zu benutzen. Das ist das, was wir schon immer hatten oder schon sehr lange hatten. Wir hatten nur nicht die Möglichkeit, mit diesen vielen Zahlen
und mit diesen vielen Daten umzugehen. Ja? Das haben wir, wie gesagt, jetzt durch die vermehrte Rechenpower. So, warum ist das überhaupt wichtig? Also, grundsätzlich wird Machine Learning für jedes Unternehmen wichtig werden. Es gibt natürlich nur welche, die jetzt früher dabei sind und welche, die dann später irgendwann mal nachziehen. Aber grundsätzlich ist das so, dass das kein experimentelles Gebiet ist. Das ist nichts, was jetzt, wo man erstmal gucken muss, ob es das überhaupt bringt oder nicht. Es funktioniert schon. Und wir alle nutzen es jeden Tag. Da kommen wir gleich darauf zu sprechen. Aber grundsätzlich geht es darum, dass Machine Learning wirklich für jedes Unternehmen in Zukunft wichtig wird, was effizient arbeiten möchte und was effektiv arbeiten möchte. Das heißt, wenn es konkret darum geht, irgendwie zum Beispiel einen Cost per Acquisition, CPA, runterzubringen oder zum Beispiel mit einem gesetzten Budget so viel wie möglich zu erreichen. In all diesen Fällen kann Machine Learning weiterhelfen. Das zweite ist, das wird nicht nur für jedes Unternehmen der Fall sein, das wird auch speziell für spezielle Branchen quasi einen sehr viel größeren Impact haben. Ganz konkret kann man da sagen, das Gesundheitswesen wird unglaublich dadurch einen Push erleben. Die Finanzdienstleistungen, das heißt der ganze Bereich Banken und Finanzdienstleister wird davon extrem profitieren. Und auch die Industrie, in der ich vorher gearbeitet hatte, in der Energieindustrie, wird es unglaublich helfen, zum Beispiel den Ressourcenverbrauch runterzubringen. Das heißt, möglichst wenig Kohle oder Öl oder auch Windenergie zu verbrauchen, um zum Beispiel das Licht anzumachen oder die Heizung zu betreiben oder zum Beispiel auch das Netz gerade zu halten, ja, das Netz stabil zu halten. Das heißt, diese Branchen werden vermutlich am meisten in der kurzen Frist davon profitieren. Gehen wir aber später nochmal drauf ein. Allgemein lässt sich aber sagen, dass komplexe Probleme, von denen wir immer mehr haben, weil wir immer mehr messen können und wir immer mehr Daten haben, die lassen sich zuverlässig und sehr schnell mit Machine Learning lösen. Ja, das heißt, hier das Takeaway ist einfach, es wird für jeden von uns wichtig werden. Es wird für manche früher, für manche später auf der Speisekarte stehen, aber es wird wirklich für alle wichtig werden. So, lass uns mal weitergehen. Grundsätzlich, aber ganz, ganz wichtig, für jeden von euch, guckt euch das Thema Machine Learning auf jeden Fall an. Es geht nicht darum, dass ihr das alle irgendwie coden müsst oder die technischen Details verstehen müsst. Es geht einfach nur darum zu verstehen, okay, Machine Learning ist eine Sache, die ist nicht nur ein Buzzword. Ja, das ist nichts, was irgendwie, keine Ahnung, irgendwann mal funktionieren wird oder nicht. Das gibt's schon und das ist schon da und wir können es heute schon nutzen und es hat einen extrem großen Benefit für uns. Also wir haben jetzt schon extrem gute Ergebnisse damit erzielt und das Schöne ist, und dafür finde ich, macht Google auch sehr, sehr gut, Google stellt auch Entwickler, die jetzt zum Beispiel sich das ein bisschen für sich selber basteln möchten, dafür zahlreiche kostenlose Tools wie zum Beispiel die TensorFlow Machine Learning Plattform zur Verfügung. Das heißt, ihr könnt beides machen, ihr könnt euch entweder eure eigenen Machine Learning Systeme bauen und basteln oder ihr könnt auf das zugreifen, was euch schon von anderen wie zum Beispiel auch von Google zur Verfügung gestellt wird. So, also grundsätzlich, aber sehr, sehr wichtiges Thema. Nächster Punkt ist, wie funktioniert es eigentlich ein bisschen technischer? Ja, das heißt, nicht nur auf der konzeptionellen Ebene, wo es darum geht, hey, da geht es darum, Computern beizubringen, wie sie lernen, sondern wie funktioniert es eigentlich ein bisschen tiefer? Und das hier ist ein ganz, ganz einfaches Beispiel, was ich auch ganz gerne ab und zu mal in irgendwelchen Vorträgen verwende. Vielleicht, wenn ihr mal in einem von meinen Vorträgen wart, habt ihr das schon mal gesehen oder was Ähnliches gesehen. Die Idee ist die folgende. Lass uns mal überlegen, wie kann uns Machine Learning dabei helfen oder konkret, wie macht das YouTube oder wie macht das zum Beispiel auch Google Fotos? Wie kann das erkennen, was in einem Foto oder in einem Video zu erkennen ist? Das heißt, wir haben die konkrete Aufgabe hier zu entscheiden, in diesem Wäschekorb liegt da eine Katze oder ein Hund drin. Und das wissen wir ja jetzt erstmal nicht. Ja, wir sind ja nur ein Computer, der auf irgendein Bild guckt. Und wir können damit erstmal nichts anfangen. Also wie kriegt der Computer das hin, nachher zu entscheiden, liegt da eine Katze oder ein Hund in dem Wäschekorb? Der erste Schritt ist, wir brauchen eine Eingabeschicht. Was bedeutet das? Wir müssen dieses Bild nehmen und wir müssen es runterbrechen in seine Datenbestandteile. Konkret, wie sieht jeder einzelne Pixel aus? Weil jedes von diesen Bildern besteht ja aus ganz vielen einzelnen Punkten mit einer bestimmten Farbe. Und die Punkte sind irgendwie bestimmt angeordnet, sodass sich dann insgesamt dieses Mosaik dieses Bildes ergibt. Das heißt, diese Eingabeschicht
klamüsert das alles auseinander und versteht, ah, okay, es sind bestimmte Farben in dem Bild und bestimmte Farben sind bestimmt angeordnet. Das heißt, es gibt irgendwo ein großes braunes Feld, es gibt da irgendwelche Konturen und all das geht erstmal in die Eingabeschicht. Und dann gibt es bestimmte Layer, bestimmte Ebenen zwischendrin. Deswegen heißt die Technik, die Machine Learning Technik, die hier angewandt wird, nennt sich auch neurale Netzwerke oder Neural Nets oder Deep Neural Nets sogar. Was da passiert ist im Endeffekt, wir filtern das immer weiter rein. Das heißt, es gibt also hier diese Schichten darin, in denen dann quasi immer wahrscheinlicher gesagt wird, ah, okay, also wenn wir in der ersten Schicht noch und nur erkannt haben, okay, ist dieses Pixel braun oder gelb, weiß die nächste Schicht schon, ah, okay, wann immer wir hier viele gelbe haben, ist das wahrscheinlich ein Tier. Oder es ist wahrscheinlich irgendwas Organisches. Ja? Das muss aber nicht programmiert werden, sondern das ergibt sich selber aus der Gruppierung, aus dem Clustering von verschiedenen Datengruppen. Ja? Das ist quasi der Punkt, wo Maschinen quasi selber diese Daten zusammenfassen in verschiedene Eimerchen. Und das geht über ein paar Schichten, bis wir zu einer Ausgabeschicht kommen, an der wir ganz konkret über eine statistische Berechnung herausfinden müssen, ob das sich jetzt mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit um eine Katze oder um einen Hund handelt. Das heißt, in dem Fall sind wir jetzt ziemlich sicher, dass es sich hier um einen Hund handelt und nicht um eine Katze, aufgrund der Daten, die wir durch dieses Bild in dieses neurale Netzwerk eingespeist haben. So funktioniert Machine Learning und vor allem das Arbeiten mit Deep Neural Nets oder neuralen Netzwerken, so funktioniert das grundsätzlich. Ja? Das ist quasi die technische, nicht ganz technische, aber so halbtechnische Erklärung, wie Machine Learning in diesem konkreten Fall funktioniert. So, wie gesagt, das ist nicht unbedingt wichtig zu wissen, es ist nur nett, da ein grobes Bild davon zu haben. Also, lass uns mal grob weitergehen. Wir haben jetzt über dieses ganze Thema Machine Learning gesprochen. Ich habe ganz, ganz häufig gesagt, hey, wir benutzen das alle fast jeden Tag. Oder sogar jeden Tag. Also ich definitiv jeden Tag. Was ist denn das eigentlich? Also in welchen Bereichen benutzen wir das? Und warum verschwenden wir da kaum einen Gedanken daran? Hier sind ein paar Beispiele. Das erste sind Sprachassistenten. Das ist noch relativ nah an der Google-Welt, zum Beispiel das Google Home. Aber es gibt auch noch ganz, ganz, ganz viele andere Bereiche, in denen wir gar nicht realisieren, dass wir es überhaupt benutzen. Zum Beispiel Verkehrsprognosen oder die Erkennung von Online-Betrug, Lieferdienste oder personalisierte Empfehlungen. Und im Folgenden gehen wir einfach mal durch diese fünf Beispiele kurz durch. Erstes Beispiel, dieser Sprachassistent. Wo benutzt der denn jetzt Machine Learning? Ich habe ganz häufig gesagt, dass es um das Erkennen von Mustern geht. Und in dem Fall heißt das Erkennen von Mustern, dass es auch darum geht, eure Sprache und euren Sprachmuster, das ihr ganz persönlich habt, also die Art und Weise, wie ihr sprecht, daran könnt ihr oder können auch eure Freunde ja zum Beispiel erkennen, dass ihr es seid. Da geht es ja nicht nur um den Ton, da geht es ja auch um, wie betont ihr bestimmte Sachen, in welcher Stimmlage redet ihr, all diese Sachen, das sind alles Muster. Ja? Und was eure Freunde da anhand von diesem Muster erkennen können, dieses Muster haben sie ja irgendwann mal in ihrem Kopf zusammengebastelt, genau das kann zum Beispiel so ein Google Home auch. Das heißt, wenn ihr den ganz neu habt und ihr den in die Ecke stellt, dann müsst ihr dem erstmal sagen, hier, das ist meine Stimme und dann müsst ihr ein paar Demo-Worte sagen. Aber nach einer Weile, selbst wenn er euch am Anfang nicht sofort verstanden hat oder zum Beispiel ihr wart im Bad und es war ein bisschen weiter weg und da war noch ein bisschen Hall dabei, dann kann es sein, dass er am Anfang noch nicht perfekt verstanden hat, hey, hier, mach jetzt sofort Taylor Swift an, ja, so wie ich das zum Beispiel mache. Aber später, das heißt, wenn ihr es vielleicht ein paar Tage oder sogar Wochen benutzt habt, dann kann es sein, dass ihr sogar durch die komplette Wohnung brüllen könnt und das Teil euch versteht, weil er quasi mehr Daten hat und besser versteht, ah, okay, das ist er. Das ist Justus, der schon wieder nach Taylor Swift ruft. So funktioniert das zum Beispiel mit dem Sprachassistenten. Und hier ist der Input dann nicht wie bei diesem Beispiel ein Bild, sondern quasi eine Sounddatei und bestimmte Sprach- oder Luftdruckwellen, die halt im Endeffekt nachher diesen Ton quasi repräsentieren. So funktioniert zum Beispiel beim Sprachassistenten. Lass uns weitergehen. Verkehrsprognosen. Ihr kennt bestimmt, wenn ihr zur Arbeit fahrt, kennt ihr das Gefühl, hey, ich weiß, zwischen hier, wo ich wohne und da, wo ich zur Schule gehe oder wo ich zur Uni gehe oder wo ich zur Arbeit gehe, da gibt es einen direkten Weg. Aber jeden Morgen ist das Ding verstopft, da ist immer Stau, das ist super stressig, da lang zu fahren. Ich nehme lieber den leichten Umweg, bin aber am Ende des Tages schneller.
Wenn ich jetzt also die normale App nehmen würde, die mich zur Arbeit führt, also zur Arbeit muss ich wahrscheinlich meinen Weg nicht googeln, aber wenn ich irgendwo hinfahre, dann wäre ja die erste Idee, dass wir einfach nur die kürzeste Strecke kriegen, weil das ja wahrscheinlich die schnellste ist. Oder aufgrund der aktuellen Situation einfach eine leicht andere Strecke, weil da jetzt momentan Stau ist. Aber was ist mit Strecken, wo wir nicht immer genau gerade aktuelle Live-Daten haben? In dem Fall kommt wieder Machine Learning ins Spiel und sagt, hey, auf Basis der vergangenen Daten, die wir haben über die letzte Zeit und zu der Uhrzeit, die wir jetzt gerade haben und bei dem Wetter, das wir jetzt gerade haben, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auf dem Weg zwischen hier, wo du bist und da, wo du hin willst, dass dann Stau ist. Deswegen leite ich dich gleich mal um, einfach nur, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du dann in den Stau gerätst, deutlich kleiner ist und du bist trotzdem schneller. Das heißt, was wir normalerweise mit unserem menschlichen Hirn machen würden, weil wir auf der Basis von unseren eigenen Erinnerungen einfach da so eine Best Practice anwenden, das funktioniert auch über Machine Learning, zum Beispiel hier in dieser Waze-App, der euch dann quasi um den Stau herum dirigiert. Das ist das Thema Verkehrsprognosen. Für Online-Betrug ist es zum Beispiel so, dass PayPal das so nutzt, dass sie sagen, okay, es gibt bestimmte Gebiete auf der Welt, es gibt bestimmte Zielgruppen auf der Welt. Das ist einfach wahrscheinlicher, dass da Geldwäsche betrieben wird, dass da irgendwie Unfug betrieben wird mit Überweisungen. Und in solchen Fällen fragen Sie dann lieber zweimal nach, ob ihr wirklich diese 5.000 Dollar oder 5.000 Euro gestern in Venedig aufgegeben habt, um erst dann die Transaktion zu verifizieren und zu tätigen. Das heißt, mit mehr Hilfe von Machine Learning schützt euch PayPal, dass euch quasi nicht die Kohle gestohlen wird. Einfach nur, weil sie bestimmte Muster quasi erkennen und dann auf der Basis von diesen Mustern euch lieber doch mal zweimal fragen. Ja, so macht das zum Beispiel PayPal. Lieferdienste, Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil ich Pizza liebe. Zum Beispiel Domino's macht das so, dass sie sagen, okay, wir wissen genau, dass wenn wir unseren Kunden sagen können, auf die Minute genau, wann die Pizza kommt, sind die glücklicher, weil sie dann nicht die ganze Zeit vor der Tür sitzen müssen, sondern können sie sich schön, können sie nochmal, ich wollte schon fast sagen, eine Runde Sport machen, aber das ist unrealistisch. Aber zum Beispiel können sie dann einfach noch was in der Küche machen oder können noch ganz kurz die Wäsche unten in den Trockner bringen, ohne irgendwie die Gefahr zu haben, dass der Lieferdienst vor der Tür steht und keiner macht auf und die nachher leider ihre Pizza wieder mitnehmen. Das heißt, was Domino's macht, ist, die verstehen ganz genau, okay, auf dem Weg zwischen hier und dort dauert es normalerweise so lange, auf Basis der aktuellen Daten, wie zum Beispiel Verkehr, auf Basis von Wetterdaten, auf der da Basis von welcher Fahrer ist gerade unterwegs, wie viel musst du überhaupt mitnehmen und wie viele andere Touren musst du noch fahren, können die euch mit Hilfe von Machine Learning, weil sie wieder die historischen Daten nehmen, können die euch ziemlich genau sagen, fast auf die Minute genau, wann die Pizza kommt, was ziemlich cool ist. Und das macht die Leute wirklich glücklich. In dem Fall waren es 26% mehr Kundenzufriedenheit. Sehr greifbares Beispiel. Das letzte Beispiel ist das, was zum Beispiel mir auch persönlich fast jeden Tag über den Weg läuft. Und in dem Fall ist es die Mix der Woche oder Your Discover Weekly Playlist von Spotify. Wer von euch Spotify benutzt, weiß, dass Spotify fast jede Woche diese personalisierte Playlist für euch quasi neu aufbereitet. Und was die machen, ist super smart. Die nehmen Machine Learning und sagen, okay, der hört sich gerne Sachen von Metallica an, von Taylor Swift und auch von Helene Fischer. Und das sind normalerweise nicht dieselben Zielgruppen. Ja? Das heißt, das ist schon relativ diversifiziert, nenne ich es jetzt einfach mal. Aber auf Basis von den Liedern, die wir gehört haben, von Liedern, wo wir weitergescrollt haben, Lieder, wo wir die Musik lauter gestellt haben oder sogar leiser oder wo wir gesagt haben, okay, das möchte ich, das füge ich sogar zu einer eigenen Playlist dazu. All diese Daten können die benutzen und können sagen, okay, daraus ergibt sich ein bestimmtes Muster für die Person. Und jede Woche zeigen wir der Person einfach eine Playlist von Liedern, die die Person wahrscheinlich mag, aber noch nicht kennt. Für mich persönlich einer der größten und besten Produktinnovationen von Spotify, die mir wirklich meine Woche immer extrem verschönert, wenn da eine neue Playlist rausgekommen ist. Versucht's einfach mal aus. Wunderbar. Also, wir haben jetzt ganz viele Beispiele gesehen, oder genau genommen fünf, von Situationen, in denen Machine Learning schon von uns benutzt wird, ohne dass wir es wirklich raffen, ohne dass wir es wirklich reflektieren in dem Fall.
Aber es geht noch ein bisschen weiter. Und ich möchte mit euch auch noch über die Branchen sprechen, die Machine Learning am besten benutzen kann, und zwar zu unser aller Wohl. Der erste Punkt ist, wie ich es vorher schon angedeutet habe, das Thema Gesundheitswesen. Stellt euch vor, euch geht's nicht gut und ihr müsst leider zum Krankenhaus und es gibt so eine Art, oder ihr müsst in so eine Röhre liegen, weil einfach geguckt werden muss, hey, was ist bei euch im Körper los? Und dann macht man so eine Art CAD oder CAT-Scan. Und es geht darum, rauszufinden, hey, habt ihr irgendwie Krankheit, die im Zweifelsfall echt euer Leben beeinträchtigen kann? Und am Ende des Tages habt ihr dann irgendwie spätabends, kommt ihr da ins Krankenhaus und der Doc, der sich nahe die Ergebnisse anguckt, der hat vielleicht schon seine 12-Stunden-Schicht hinter sich und ist schon ziemlich fertig und ein bisschen müde und muss sich aber jetzt trotzdem angucken, ob es euch vielleicht gut geht oder eben nicht und ob ihr vielleicht operiert werden müsstet oder eben nicht. Was dann mit reinkommt, ist, wie gesagt, auch so eine Art Machine Learning oder eine Art Machine Learning System, das dem Doc oder dem Arzt in dem Fall hilft zu verstehen, hey, ist dieser kleine schwarze Punkt auf diesen Ergebnissen oder diese Zahl, die leicht abweicht von den anderen Zahlen in diesem Excel-Sheet, was da als Resultat kommt, ist das ein gutes Zeichen, ist das ein schlechtes Zeichen? Der hilft dem, in die richtige Richtung zu gucken und macht ihn darauf aufmerksam, hey, hier, guck mal, da ist ein Muster, das habe ich irgendwo vielleicht schon mal irgendwo anders auf der Welt gesehen. Auch wenn der Arzt an der Stelle die Erfahrung gar nicht hat, werden quasi in dem Fall zum Beispiel Erfahrungen von Ärzten aus der ganzen Welt in diese Datenbank eingespeichert, sodass ihr nicht nur auf die Erfahrung von einem Arzt oder von zwei Ärzten angewiesen seid, sondern ihr habt im Zweifelsfall die Wissensdatenbank von mehreren tausend Ärzten, die euch hilft, im Zweifelsfall einer brenzligen Situation zu entgehen oder vielleicht eine Therapie zu verkürzen oder früher zu erkennen, ob ihr krank seid oder nicht. Das ist natürlich ein sehr, sehr konkretes Beispiel für CAD-Scans, aber das wird überall in der gesamten Gesundheitsbranche passieren. Da geht es dann darum, schneller zu erkennen, ob es irgendwie eine eine Herzfehlfunktion gibt, ob der Puls spinnt und so weiter und so fort. Ich glaube, da stehen uns echt wirklich goldene Jahre bevor, einfach auf der Basis oder dadurch, dass wir diese Machine Learning Technologien nutzen können, die uns hilft, auf Basis von ganz, ganz, ganz vielen historischen Daten rauszufinden, hey, wo gibt's denn vielleicht Sachen, die wir uns im konkreten Fall ein bisschen genauer angucken müssen, weil es uns dadurch besser geht. Das ist das Gesundheitswesen. Zweites Thema, wir haben es schon mit PayPal ganz kurz angesprochen, sind die Finanzdienstleistungen. Wir können diese ganzen Daten, die aus den Börsen rauskommen, das heißt diese ganzen Aktiendaten, die Daten von irgendwelchen Zinswerten, die sich verändern oder zum Beispiel Kursen von anderen Wertpapieren, die alle können wir messen. Und dadurch, dass wir sie messen können, können wir sie auch in Machine Learning Systeme einspeisen und sagen, hey, bitte versuch mir doch mal bitte mit der besten, genauesten Wahrscheinlichkeit vorauszusagen, wie sich die Börse wahrscheinlich entwickelt. Weil, und das ist, müsst ihr wieder zurückdenken an dieses sehr, sehr simple Beispiel, was wir am Anfang gemacht haben. Man kann auf Basis dieser Daten, die wir da haben, die wir aus den Börsen rausziehen können und aus den Finanzsystemen rausziehen können, kann man Voraussagen treffen darüber, wie sich die Welt morgen wahrscheinlich entwickelt. Und das wird uns dabei helfen oder hilft uns auch schon dabei, zum Beispiel unsere Portfolios für später, wenn ihr irgendwie euer Geld anlegt für die Rente später und so weiter, da zu gucken, dass da die besten Entscheidungen getroffen werden. Das heißt, dass da nicht Menschen mit ihren begrenzten Kapazität für Daten und Zahlen, ihr wisst bestimmt alle, wie es ist, wenn man auf riesige Excel-Dateien guckt jeden Tag, das kann schon mal ein bisschen verwirrend sein, Computer werden da halt nicht verwirrt. Ja? So, das ist halt so das ganze Thema Finanzdienstleistung, das geht dann wie gesagt von gucken, dass kein Schindluder mit eurem Geld betrieben wird, im Beispiel PayPal, wo es dann wie gesagt diese Muster gibt, bis zum Bereich hier gucken, dass euer Aktienportfolio oder eure Anlagen für eure Rente, dass die stabil bleiben und schön stetig wachsen. So, das sind die Finanzdienstleistungen. Und das letzte Beispiel ist ein Beispiel, das ihr bestimmt alle schon mal gesehen habt. Wenn ihr bei Amazon einkauft, wenn ihr bei irgendwelchen anderen Retail-Shops online einkauft, da findet ihr immer diese Recommended for you, für euch empfohlenen Produktvorschläge. Und auch die werden durch Machine Learning beeinflusst. Da geht es nämlich darum zu gucken, okay, was für Kundengruppen gibt es denn hier eigentlich? Was kaufen andere Leute? Ja, wenn jemand zum Beispiel, oder wenn es sich herausstellt, ganz, ganz viele Leute kaufen sich immer zuerst ein Handy
Und dann kaufen sie sich immer genau diese Hülle für das Handy. Dann, wenn ihr auch zum Beispiel ein Handy gekauft habt, dann wird euch in Zukunft auch diese Hülle vorgeschlagen. Und wenn Leute, die das Handy gekauft haben und gleichzeitig noch einen Schal, der grün ist, dann wird den Leuten wahrscheinlich eine grüne Handyhülle vorgeschlagen. Und währenddessen bei euch, ihr kauft euch immer rote Schals, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass bei euch eine rote Handyhülle vorgeschlagen wird. All diese Daten werden also zusammengemischt, um für euch die beste Empfehlung nach vorne zu schieben. Ja? So macht das der Einzelhandel. Und ganz ehrlich, ich finde das eine ziemlich coole Technik, weil die Zeit, in denen ich irgendwelche abstrusen, seltsamen Produktempfehlungen bekommen habe, nur weil der Laden das gerade irgendwie verkaufen wollte, da bin ich ganz schön glücklich, dass die hoffentlich bald vorbei sind. So, das sind also diese größten Branchen oder die Branchen, in denen Machine Learning heute schon und hoffentlich auch in der nahen Zukunft so viel wie möglich Anwendung findet. So, jetzt haben wir relativ viel über Machine Learning gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was es eigentlich ist, dass es darum geht, Maschinen oder Computern beizubringen, dass sie mit Daten irgendwie was anfangen sollen, dass sie die gruppieren sollen, dass sie wie menschliche Hirne so ein bisschen aus den Daten der Vergangenheit lernen sollen, sodass man, wenn man ihnen in der Zukunft ein neues Produkt oder eine neue Datenbasis vor die Füße wirft, dass sie da auf Basis der historischen Daten die richtige Entscheidung von alleine treffen, ohne dass wir ihnen schon explizit sagen müssen, was sie machen müssen. Ich habe jetzt hier ein paar Google-Produkte mitgebracht, die schon heute auch extrem durch Machine Learning profitieren. Da würde ich ganz kurz durchgehen mit euch, um einfach zu zeigen, wie ihr das heute schon im Google-Universum, wie ihr das schon erleben könnt. Grundsätzlich ist es so, dass wir Machine Learning in all unseren Produkten heute schon verwenden. Denkt an den Google Search, wo es darum geht, euch die besten Suchergebnisse so schnell wie möglich zu liefern. Denkt an Google Maps, das euch heute schon die beste Route vorschlägt. YouTube, wo ihr die für euch empfohlenen Videos findet, die für euch am meisten am wahrscheinlichsten interessant sind und so weiter und so fort. Das heißt, grundsätzlich alles, was wir bei Google bauen, hat immer irgendwo Machine Learning in sich. Und wenn immer wir was Neues designen, dann ist eine der grundlegenden Überlegungen immer, wie kann das Produkt besser werden, indem wir Machine Learning anwenden. Konkreter Fall ist die Google Clips Kamera. Sehr, sehr cooles, sehr, sehr coole Kamera, mit der ich auch schon rumgespielt habe. Die Idee dahinter ist, dass diese Kamera quasi keinen Auslöser mehr braucht. Die Art und Weise, wie die benutzt werden kann, ist, man klippt die sich zum Beispiel ans Hemd oder an die Mütze oder wo auch immer hin. Und wann immer man zum Beispiel auf einer Party ist, muss man nicht mehr darauf achten, wann man wo irgendwie Fotos macht, sondern man kann das einfach vergessen. Die Kamera hat ein integriertes Machine Learning System und hat immer die Aufgabe zu gucken, okay, wo erkenne ich ein Gesicht, ein menschliches Gesicht oder zum Beispiel ein Haustier, und wo sieht dieses menschliche Gesicht besonders happy aus? Wo lacht das vielleicht? Wo passiert vielleicht was Lustiges? Und immer dann drückt die ab, wenn sie kein verschwommenes, sondern einfach auch ein gutes Bild hat. Das heißt, diese Kamera ermöglicht es euch, quasi auf Partys zu gehen, mit Freunden zusammen zu sein, die Situation zu genießen, ohne dass da immer irgendeiner rumrennen muss und irgendwie seltsame Bilder von euch macht. Das ist eine ziemlich coole Technik. Wie gesagt, wenn ihr die Chance habt, probiert es mal aus. Funktioniert wunderbar. Noch greifbarer ist Google Fotos. Und wer von euch die App noch nicht auf seinem Handy hat, würde ich ganz knallhart empfehlen, die sich so runterzuladen, ist umsonst und demonstriert perfekt, wie dieses ganze Machine Learning Thema funktioniert. Auch bei Kundengesprächen immer ein absolut cooles Beispiel. Wo Machine Learning da angewandt wird oder wo Machine Learning da Anwendung findet, ist vor allem die Erkennungstechnologie. Also wir haben vorher uns ja dieses Beispiel angeguckt mit dem Hund im Wäschekorb. Das funktioniert genauso in Google Fotos. Das heißt, in Google Fotos könnt ihr einfach alle eure Fotos reinschmeißen und dann, ohne die irgendwie zu taggen, irgendwie zu sagen, ah, okay, das bin ich mit meiner Freundin am Strand oder das bin ich mit meinem Hund auf dem Fußballplatz, das müsst ihr dem System nicht sagen, sondern es erkennt es an sich. Das heißt, was ihr da machen könnt, ihr könnt einfach die Fotos reinschmeißen und könnt dann oben in die Suchleiste eingeben, hey, ich möchte alle Bilder haben von einem Sandstrand. Und dann auf einmal erscheinen alle eure Bilder, die ihr gemacht habt, wenn ihr an einem Sandstrand wart. Es ist mega beeindruckend, es funktioniert unglaublich gut und ich kann euch nur empfehlen, das mal selber auszuprobieren, weil es das Ganze so ein bisschen lebendiger macht und zeigt, hey, wie cool das eigentlich funktioniert.
die Idee dahinter ist genau die gleiche wie das Beispiel mit dem Hund, was wir am Anfang hatten. Das heißt, wir gucken uns an, hey, wie sehen die ganzen Pixel aus, wo ergeben sich Muster, und dann gibt es bestimmte Muster, die dafür sprechen, dass zum Beispiel da ein Hund drauf ist oder dass es an einem Sandstrand gemacht wurde, und wir trainieren genau diese Machine Learning Systeme, das zu erkennen und euch dann quasi genau die Resultate zu geben. Also probiert es auf jeden Fall aus. Gmail hat noch gar nicht so lange her eine coole neue Funktion eingebaut, die nennt sich intelligente Antwort. Und die macht mir im Arbeitsleben das Leben sehr einfach, weil ich kriege sehr viele E-Mails, und in den meisten E-Mails ist es dann sehr, sehr dankbar, wenn es darunter sagt, okay, ich möchte Ja sagen, ich möchte Nein sagen, aber halt auch ein bisschen Kontext. Das heißt, diese intelligente Antwort schlägt euch vor, hey, wenn euch einer sagt, hey, ich möchte, du hast hier zwei Optionen, möchtest du das Meeting um 2 Uhr machen oder um 4 Uhr machen, sagt das die intelligente Antwort entweder, nein, ich möchte das Meeting überhaupt nicht machen, ja, 2 Uhr ist gut, ja, 4 Uhr ist gut. Das ist jetzt ein Beispiel zum Beispiel, aber es funktioniert wunderbar gut. Ja? Probiert es einfach auch mal aus. So, jetzt haben wir sehr viel über Machine Learning gesprochen, wie es funktioniert und wie konkrete Google-Produkte, wie zum Beispiel diese Kamera oder auch die Google-Fotos-App davon profitieren. Wir haben noch nicht über Werbung gesprochen, aber darüber möchte ich genau jetzt sprechen. Ich möchte euch zeigen, wie wir Machine Learning heute schon in unseren Produkten anwenden und auch so einen kleinen Ausblick geben, welche Produkte in 2018 wahrscheinlich noch auf euch warten, die mit quasi Machine Learning im Zentrum gebaut wurden. Lass uns mal reintauchen. Grundsätzlich ist Machine Learning Bestandteil unserer Anzeigen und auch immer quasi, wie gesagt, im Zentrum von allem, was wir tun. Das heißt, Machine Learning kann uns helfen, vorhandene Funktionalität zu verbessern oder sogar neue Funktionalität möglich zu machen. Bestes Beispiel dafür ist die automatisierte Gebotseinstellung. Das heißt, wer von euch ein Fan von manuellem Bieten ist, wisst ihr, ich kann das Gebot für ein bestimmtes Keyword kann ich ja nur ab und an mal anpassen. Und wenn ich das Gebot für ein Keyword anpasse, dann gilt das für jeden, der dieses Keyword eingibt. Das heißt, es ist vollkommen egal, ob jetzt der Justus das eingibt und ich verkaufe Laptops und Justus hat sehr viel Interesse an Laptops und deswegen gibt er Laptops ein und kommt auf meine Seite und für den gebe ich das und das Gebot an. Oder wenn zum Beispiel jetzt mein kleiner Bruder Laptops eingibt, aber mein kleiner Bruder hat leider noch nicht genug Geld, den Laptop zu kaufen, der interessiert sich nur, der hat einfach nur Spaß daran, den Katalog durchzugucken. Ja? Das heißt, mein kleiner Bruder in dem Fall ist kein wirklich guter potenzieller Kunde, weil er gar nicht kaufen kann, währenddessen ich ein absoluter Nerd bin und gerne ab und zu den einen oder anderen Laptop kaufe. Trotzdem gibt der Werber mit der Einstellung des manuellen Gebotes dasselbe Geld für meinen Bruder und mich aus. Wobei ja eigentlich die Idee dahinter sein müsste, dass er für meinen Bruder nichts ausgibt, währenddessen er für mich ganz viel ausgibt. Weil es ja wichtig ist, dass für mich die Anzeige ganz, ganz oben steht, währenddessen mein Bruder gar keine Anzeige braucht, weil er offensichtlich kein potenzieller Kunde ist. Ja? Und diese Klassifizierung, interessanter Kunde, nicht interessanter Kunde, da geht es ja wieder um historische Daten. Da geht es darum, ein bestimmtes Muster zu erkennen. Justus, Nerd, mein kleiner Bruder, vielleicht auch Nerd, aber leider noch nicht so viel Geld, dass er sich ganz viele Laptops kaufen könnte. Das heißt, hier gibt es eine neue Funktionalität, wo man sagen kann, okay, automatisierte Gebotseinstellungen, die können danach gucken, dass für Justus das Gebot so eingestellt wird, dass es die Anzeige an Position 1 steht, weil interessanter Kunde, mein Bruder, da müssen wir kein Geld ausgeben. Zweiter Punkt, Machine Learning nutzt die Informationen aus Verlaufsdaten. Das heißt, für zum Beispiel die Budgetplanung können wir euch helfen in Zukunft zu sagen, okay, wenn ihr das und das einstellt, wenn ihr die und die neuen Anzeigen hinzufügt, dann wird sich die Performance der Kampagne in die oder die Richtung entwickeln. Das heißt, so die Voraussage und das Zurückspielen von Informationen, das wird verbessert, weil es da auch wieder darum geht, bestimmte historische Daten von anderen zum Beispiel für euch nutzbar zu machen. Und das Letzte ist, es geht darum, dass wir euch die Möglichkeit geben wollen, euch auf das zu konzentrieren, wofür man Menschen braucht. Das Einstellen von Geboten, um beim Bieten zu bleiben, das Einstellen von Geboten
ist keine Aufgabe, für die Menschen zwangsläufig notwendig sind. Weil, wie schon gesagt, es kann sein, dass ihr, und da guckt euch einfach am besten mal eure Impressionen an, die ihr in euren AdWords-Konten habt, so viele Impressionen, wie ihr habt, das sind ja immer Menschen, die dahinter stehen. Das sind immer Leute, die eine Suchanfrage gestellt haben, die ihr versucht habt, mit euren Anzeigen zu beantworten. Aber nicht jeder, für den ihr da, oder jeder, der eine Impression erzeugt hat, ist für euch ja gleich viel wert für das Unternehmen. Ja? Und da zu versuchen, für jede einzelne Impression das Gebot richtig anzupassen und das manuell, das ist technisch einfach gar nicht möglich, weil wir nicht in Real-Time bieten können, wenn wir das manuell machen. Das heißt, so eine Aufgabe wie zum Beispiel das Bieten, das sollte einer Maschine übergeben werden, weil die Maschine kann in Blitzeschnelle, in wenigen 100 Millisekunden entscheiden, hey, wichtiger Kunde, wir müssen in Position 1 sein. Oder hey, nicht so wichtiger Kunde, für den brauchen wir gar nicht in die Auktion reingehen, da können wir uns das Geld sparen. Ja? Das heißt, wir können das den Maschinen übertragen, währenddessen so Sachen wie, hey, wir brauchen eine gute Anzeige. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Kunden die bestmögliche Antwort auf ihre Suchanfrage bekommen. Eine gute Anzeige zu bauen, die richtigen Kunden zu segmentieren, die Webseite besser zu machen im Sinne von, ist die mobile-friendly, wie sollte die aussehen, kreativ zu sein. Das sind alles Aufgaben, die kann man nicht so gut automatisieren. Dafür braucht man wirklich Menschen. Und deswegen, wir wollen euch auch die Möglichkeit geben, all diese coolen Sachen zu machen, die dem Kunden oder euch einen größeren ROI, einen höheren Return on Investment geben, währenddessen ihr die Fleißaufgaben, für die ihr keine menschliche Kapazität braucht, die solltet ihr an Computer abtreten. Andernfalls, leider ist es so, dass die Konkurrenz nicht schläft. Und jeder, der heute in Machine Learning investiert und zum Beispiel jetzt in diesem Fall automatisierte Gebotsanpassungen verwendet, der wird zumindest in der mittleren Frist oder zum Teil schon auch in der kurzen Frist einfach bessere Ergebnisse erzielen. So, wozu benötigen wir jetzt Machine Learning wirklich in den Anzeigen? Ich habe euch vier Beispiele mitgebracht, durch die ich ganz kurz durchgehen möchte. Das erste sind die Zielgruppen von Google. Das heißt so das ganze Thema Audience. Wer sind eigentlich meine Zielgruppen und wie kann ich die automatisiert irgendwie, wie kann ich da neue Leute finden, die ganz ähnlich sind wie die Leute, die mir schon wichtig sind. Das zweite ist das Thema automatische Gebotseinstellungen. Darüber habe ich gerade schon gesprochen. Dann das Thema datengetriebene Attribution. Das heißt, wie finde ich raus, welche Kampagne, welcher Klick, welche Anzeige wirklich immer dazu führt, dass ich am meisten Geld mache und nicht nur immer der letzte Klick, diese Last Click, dieses Last Click Attributionsmodell, was ein sehr, sehr einfaches Attributionsmodell ist. Und am Ende des Tages geht es auch um das Thema App. Das heißt, jeder von euch, der sich mit Apps befasst, der mit Apps arbeitet, versucht Apps an den Mann zu bringen, dafür haben wir auch ganz coole Lösungen, die durch Machine Learning angetrieben werden. Lass uns also mal ein bisschen reingucken. Zum Beispiel können wir durch Machine Learning im Bereich Audience, also wenn es um Zielgruppen geht, können wir sehen, okay, es gibt eine Gruppe von Nutzern, die euch als Kunde wichtig ist. Die sammelt ihr zum Beispiel in RSA-Listen, in diesen Remarketing-Listen und denen zeigt ihr bestimmte Anzeigen. Die kriegen vielleicht auch ein höheres Gebot von euch oder die werden einfach grundsätzlich anders angesprochen. Was wir machen können ist, wir können dieses Set an Leuten nehmen, die ihr in eurer Liste sammelt und wir können nach anderen Leuten gucken, die vielleicht auch nicht in eurer Liste sind, aber die trotzdem super interessant für euch sind. Ja? Das heißt, auch da können wir wieder gucken, okay, wir haben die Nutzerdaten, wir haben die Wissen, wie sich diese Leute im Internet verhalten und wir können einfach diese Verbindung zwischen bestehenden Nutzern, die ihr schon gesammelt habt, und neuen Nutzern, die noch gar nicht auf eurem Schirm sind, die können wir da zusammenstellen. Das zweite Thema, automatisiertes Bieten, da habe ich gerade schon sehr, sehr viel und leidenschaftlich drüber gesprochen. Da geht es wirklich darum, einfach zu sagen, okay, für wen müssen wir an Position 1 sein? Für wen müssen wir gar nicht dabei sein? Wo lohnt sich das Investment eines Gebotes und wo lohnt es sich eben nicht? Und dadurch, dass solche Entscheidungen in Millisekunden getroffen werden müssen, ist das nichts, was ein Mensch effektiv und ohne irgendwie zusammenzubrechen hinkriegen kann. Währenddessen für einen Computer ist das überhaupt gar kein Problem, der wird nämlich nicht müde. Das heißt, das Thema automatisierte Gebotsanpassung ist ein perfektes Thema für Machine Learning. Dann das ganze Thema Attribution.
Hier machen wir das so, dass wir durch Machine Learning gucken, dass wir Muster definieren, die wir in den AdWords-Accounts sehen. Das heißt, immer wenn wir sehen, dass bestimmte Leute eine bestimmte Anzeige anklicken und dann kaufen, dann können wir sagen, okay, diese Anzeige muss der Grund dafür sein, dass diese Kampagne so gut läuft. Das heißt, wir können dann entsprechend durch Machine Learning, durch das Analysieren von historischen Daten, können wir dieser Anzeige entsprechend die Conversions zurechnen, die ihr auch gehört. Ja, und entsprechend könnt ihr dann rausfinden, hey, die Kampagne, die Anzeige scheint extrem gut zu laufen. Und wenn es um App-Campaigns, um diese Universal App-Campaigns geht, ist es sogar noch automatisierter. Das Einzige, was wir brauchen, ist einfach nur euren Input, ein paar Creatives, eine App und ein Budget. Und dann können wir euch mit relativ guter Wahrscheinlichkeit vorhersagen, für welchen Kunden wir wo erscheinen müssen, weil diese Kunden dann entsprechend wichtige Kunden für euch sind, weil die wahrscheinlich innerhalb von der App dann einen Kauf tätigen oder die App nutzen oder andere Dinge tun, die für euch wichtig sind. Ja, das heißt, so die Bereiche Audience, also Zielgruppen, der Bereich Gebote, der Bereich Attribution und der Bereich Apps profitieren am allermeisten vom Thema Machine Learning und sind auch so für euch die einfachsten Art und Weisen, wie man das Thema Machine Learning für euch nutzen kann und wie ihr davon profitieren könnt, ganz einfach. Das heißt, unterm Strich bedeutet das, wohin wir gehen wollen, ist, wir wollen sagen, okay, bitte gebt uns eure Business Objectives. Sagt uns, was euch wichtig ist. Zum Beispiel beim Bieten, welchen CPA, welche Cost per Acquisition, wie viel darf es kosten, eine Sache zu verkaufen. Gebt uns diese Daten und dann können wir zusammen mit der für euch wichtigen Kundengruppe sagen, okay, wir mixen das zusammen. Wir zeigen die Anzeigen wirklich nur den Leuten, die für euch wichtig sind. Gucken, dass wir so viele wie möglich neue Leute finden, die den Leuten, die euch wichtig sind, ähnlich sind, sodass ihr so viel wie möglich Conversions am Ende des Tages bekommt, ohne dass ihr euch den Kopf darüber zerbrechen müsst. Ja? Das heißt, unterm Strich, zusammengefasst, bitte schaut euch die Bereiche ähnliche Zielgruppen, similar audiences heißen die auf Englisch, Smart Bidding, das heißt die Gebotsstrategien Maximize Conversions, Target CPA und Target ROAS an. Für diejenigen, für die App-Kampagnen relevant sind, weil sie eine eigene App haben oder Apps vermarkten, universelle App-Kampagnen. Und ganz, ganz wichtig, guckt auch, dass wir datengetriebene Attributionen in AdWords benutzen. Ganz, ganz wichtig, dass das allererste, was wir machen müssen, ist in jedem AdWords-Account ganz fort Attributionsmodell nicht mehr auf Last-Click lassen, sondern wenn möglich auf datengetriebene Attributionen gehen, damit wir rausfinden können, welcher Klick wirklich der wichtigste war, sodass wir dann für diesen auch optimieren können. Wenn datengetriebene Attribution nicht verfügbar ist, in den meisten Fällen könnt ihr euch die positionsbasierten Attributionsmodelle dann auswählen. So, lass uns also nochmal ganz kurz über diese wichtigen Produkte sprechen. Wie ihr bestimmt schon wisst, hier bei den Similar Audiences, bei den ähnlichen Zielgruppen, geht es darum, mehr Leute zu finden, die ähnlich sind zu Leuten, die euch schon wichtig sind, die ihr schon in euren Remarketing-Listen sammelt. Das ist nichts Neues, bitte benutzt es einfach nur. Das Zweite, das hier ist noch ein schönes Beispiel, da geht es darum zu sagen, okay, wenn jemand zum Beispiel in eurer Liste ist, weil die Liste sich um Leute handelt, die in Hawaii einen Hotelurlaub buchen wollen, da können wir Leute finden, die ähnliche Muster haben. Zum Beispiel, wenn die Leute, die in Hawaii ein Hotel buchen, wenn die sich nebenher auch immer noch nach Schnorcheln erkunden oder nach Flipflops, dann können wir auch andere Leute finden, die zum Beispiel auch immer nach Schnorcheln und nach Flipflops suchen und dementsprechend sehr ähnlich sind. Das heißt, es ist hier nur ein Beispiel. Das nächste Thema, Smart Bidding. Wie ich schon ungefähr dreimal gesagt habe bisher, es geht darum, dass jeder einzelne Kunde unterschiedlich wichtig ist für euch und dass das Gebot, das manuelle Gebot, je Keyword, einfach niemals so effizient sein kann, wie wenn man für jeden Kunden einzeln bietet. Das heißt, hier könnt ihr euch unglaublich viel Geld sparen und im Zweifelsfall gar noch mehr rausholen im Bereich Conversions, weil für manche Kunden einfach ein höheres Gebot wichtig ist. Das heißt,
Smart Bidding sollte in jedem eurer, in jeder eurer, eurer Kampagnen drin sein. In den kleinen Kampagnen ist das dann Maximized Conversions oder Target CPA. Und wenn ihr Conversion Values habt, dann geht in Richtung Target ROAS. So, das heißt, hier geht's, das hatte ich schon besprochen, da geht es wirklich darum, für jeden einzelnen Kunden das richtige Gebot zu finden. Universelle App-Kampagnen, wie gesagt, ihr könnt euch sagen, wie viel ist euch eine installierte App wert, wie viel Lifetime-Value hat einer dieser Kunden und wir gucken, dass wir euch die Kunden finden, die entsprechend diesen Wert haben und gucken, dass die dann entsprechend auch die Werbung sehen, damit sie die App runterladen. Und der letzte Punkt, auch schon drüber gesprochen, datengetriebene Attribution. Rauszufinden, nicht, okay, das war der letzte Klick, bevor jemand gekauft hat. So, das ist so ein bisschen wie, wenn dann nachher die Kassiererin die gesamte Kasse mit nach Hause nehmen darf, weil sie die letzte Interaktion war vor dem Kauf. Also das ist das Äquivalent zu Last Click, sondern rauszufinden, welche der Interaktionen des Kunden mit euch oder mit eurem Kunden die wichtigste war, wo man entsprechend daraufhin optimieren sollte. Das heißt, datengetriebene Attribution auch auf jeden Fall in jedem Konto drin haben. So, jetzt haben wir über Machine Learning gesprochen, wir haben über Google-Produkte gesprochen, wir haben über spezielle AdWords-Produkte gesprochen, die heute schon Machine Learning nutzen. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, sind Produkte, die jetzt im Laufe des nächsten oder dieses Jahres, wir haben nämlich schon 2018, rauskommen werden. Und da würde ich euch gerne einen kleinen Einblick geben. Kaufbereite Zielgruppen kennt ihr bestimmt schon. Das gab es bis jetzt noch nicht für die Suchanfragen. Das wird jetzt auch für die Suchanfragen kommen, weil wir jetzt diese Daten für diese kaufbereiten Zielgruppen entsprechend kopieren können und sagen können, okay, das sind Leute, die noch näher am Kauf sind, die brauchen jetzt spezielle Anreize, um quasi jetzt den letzten Schritt zu machen. Das wird dann 2018 kommen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir werden noch weitere Produkte vorstellen im Jahr 2018. Alle von denen wird Machine Learning ein Bestandteil sein. Und wir halten euch natürlich wie immer auf dem Laufenden. Grundsätzlich gilt, bitte sprecht mit euren Google-Ansprechpartnern über diese Produkte. Schaut, dass ihr mit denen sprecht, um herauszufinden, wie ihr am besten die Bereiche Audience, also Zielgruppen, einsetzen könnt, wie ihr das ganze Thema Gebotsautomatisierung benutzen könnt. Das ist das heißeste Thema momentan. Wir haben sehr viele coole Case Studies, wo wir sehen, hey, da fällt der Target CPA, da steigt das Conversion Volumen, das gibt richtig, richtig nochmal eine Steigerung in der Effizienz und auch natürlich das Thema Attribution, was unglaublich wichtig ist. Und damit bleibt es mir einfach nur, euch für die Aufmerksamkeit zu danken. Vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid. Super, dass ihr so lange dabei wart. Ich freue mich auch schon auf den nächsten, auf die nächste Academy on Air, wo es dann um das Thema automatisiertes Bieten, also Smart Bidding konkret gehen wird. Ich hoffe, dass ihr auch da wieder einschaltet. Und ja, dann bis dann. Macht's auf jeden Fall ganz gut und bis bald. Ciao.